Juhu! Dungeon Fighting! Endlich mal wieder Dungeon Fighting! Ich habe jetzt auf dem Geld 146. Vielleicht könnten wir unser Dings nochmal erweitern. Unser Schuppen. Brauchst du dann so viele von dem Wurzelzeugs? Naja, das ist halt für Upgrades. Für Rüstung-Upgrade. Also ich brauche schon ein paar. Ja, mal kurz. Hier brauche ich 2, also 4, 6. Ja gut, 6 Stück brauche ich nur. Wir gehen jetzt nochmal in Dungeon rein. Vielleicht gibt es da noch ein bisschen was. Ja, so für ein Upgrade brauche ich ja auch Geld. Das nächste kostet ja einen, ja, 120.000 würde das nächste kosten. Na, ich weiß noch nicht. Dann vielleicht eher erstmal auf die... Ich glaube, ich gehe auf die goldene Kasse. Ich glaube, ich gehe erstmal auf die goldene Kasse und den Rest dann vielleicht in Ausrüstung stecken an Geld. Also nachher dann. Aber hier mehr Trinkgeld bekommen beim Verkauf ist auch schon mal geil. Da haben wir noch 70 übrig. Gehen wir erstmal in den Dungeon. Fight ein bisschen. Ich habe jetzt immer noch den Ring, an, der mich langsamer macht. Keine Ahnung, ob das so eine clevere Idee ist. Auf. Vielleicht merke ich es auch gar nicht. Vielleicht merke ich es nicht. So, jetzt geht's los. Gleich. Wenn geladen ist. Wald Dungeon. So. Blütenblätter sind nicht so viel wert, aber was soll's. Oh, was ist das für ein Vieh? Erinnere mich nicht. Ah, doch, das ist der, der so schießt. Okay. Ah, die Holzdinger. 400, glaube ich, wert. Ah, das stimmt ja, die Power-Kristall-Dinger waren ja auch so, haben ja so viel Geld gekostet, die Upgrades. Stroh. Okay, das sind 400. Dann ist der vielleicht... Guck mal, der ist 900 und der ist 400. Merkwürdig. Aber scheint was Gutes zu sein, nämlich mit uraltes Holz. Oh, das hat einen guten Wert. Wenn das schon 1100 ist hier, dann hat das einen guten Wert. Nehme ich auch mit. Oh Gott. Ein Haufen davon. Okay, geschafft. Yeah, Diamatsch hat ganze 20 Goldmünzen, bringt Diamatsch. Muss man sich fast überlegen, ob man sie gleich verkauft. Gleich wegschmeißt sozusagen. So, was Neues. Huch. So. Es gab vor kurzem eine Entdeckung, die alles verändern wird. Rätselhafte Anhänger wurden in Dungeons aufgeführt. Okay, haben wir schon. Haben wir schon gelesen. Apropos, mein Kaffee ist leer. Ist kein Kaffee, mein Tee. Nee, so geht's nicht, Leute. Da muss jetzt 6 Kräutermischung rein. In mein Käffchen. In meine Kaffeetasse, so. Holz war nur 140 oder so. Oh, echt, so schlecht. Man muss aber bedenken, dass wir ja hier in den zweiten Dungeon sind. Da ist alles etwas wertvoller. Selbst der Schleim. Selbst der Schleim. Oh Gott, das Wasser ist ja fast schon wieder kalt. Fuck. Ey, das hasse ich, dass Wasser so schnell kalt wird. Komische Thermoskanne habe ich. Wobei, das Wasser... Oh, es geht eigentlich. Mal mit dem Finger reingetutscht. So. Wenigstens ist er dann nicht so heiß. So, hüpf. Ich mit meinen Ringmüsse langsam hier. Oh, shit. Ach du Scheiße, ich komme ja gar nicht an die Gegner ran. Lol, wie mies ist das denn? Oh, das ist ja eine miese Kacke hier. Oh, ist das mies. Aber das war richtig mies jetzt. Lol. Nein, oh, ich habe außerdem einen Getränk getrunken. Nee, egal, ist nicht so schlimm. Was habe ich da gerade aufgesammelt? Das hier. Ach, Lichtessenz war das. 400 immerhin. Ja, das Holz, das uralte Holz auf jeden Fall, hat viel Wert. Oh, da geht's wieder in den Wüsten-Dungeon. Boah, fuck, voll reingerannt.
Lol, ich dachte, er ist schon kaputt. Sowas ist immer gut, sowas mitzunehmen. Aus dem anderen Dungeon, weil die sind, haben schon einen gewissen Wert. So eine Sache, Magnetit, magischer Kern, na gut, der magische Kern eher weniger. Das sieht schon ein bisschen besser aus. Wüstenplatten. So, das hier ging für 600 schon mal locker raus. Okay, die hier brauchen, muss ich killen. Genau dafür. Scheiße. Fuck. Boah. Da war, glaube ich, das normale Holz. Ich glaube, hier war gerade... Hier, das war das... Ah, das war das normale magische Holz. Was nicht besonders viel Wert hat, aber ja. Muss diese Helikopterviecher, muss ich kaputt kriegen. Aber jetzt gibt es natürlich diese Viecher nicht mehr. Man kriegt immer die, die man nicht will. Kennst du irgendwas zufällig? Nein. Ach, da ist ja auch noch Zeug. So, da lang gehen. Okay, die Gegner scheinen easy zu sein. Alles zu mir, alles zu mir. Okay. So. Next, Leute sind tot. Dieser Wald mit seinen bunten Farben macht einen friedlichen Eindruck, aber du darfst nicht nachlässig werden. Diese Bäume und Büsche könnten in der nächsten Sekunde zu den Mauern deines Grabs werden. Das klingt aber sehr negativ. Das klingt ja sehr negativ. Hui. So, jetzt geht man schnell den Baum umbrauen. Hä? Was ist denn los? Das hat er vorher nie gemacht. Hä? Das hat er vorher nicht gemacht. So, das bringt am wenigsten... Oh, ich habe ein kaputtes Katana gefunden. Ich weiß gar nicht, ob man den Scheiß überhaupt verkaufen kann. Ich meine, wir haben mal so einen Trainingsbogen verkauft für 1000. Die kaputten Dinger habe ich irgendwie immer nur gelagert. Eine Anti-Gift-Tränke kann ich mir gut vorstellen mit diesen Gift-Dingern. Dass man dann bestimmt so Anti-Gift-Tränke oder sowas kriegt. Ich hoffe, dass ich jetzt noch hier lang genug durchhalte. Hä, was greift mich denn da an? Hä? Ah, ich bin durch das Gift. Ich hab gar nicht gesehen, dass da Gift war. Shit. Okay, das sind 1500. Das ist schon mal gut mitzunehmen. Zerstört ein Flucheffekt. Und der ja auch. Weil der ja... Das, dann schmeißen wir ein bisschen was weg. Bei Anti-Gift-Tränke wäre wahrscheinlich ganz gut, das hier zu nehmen. Das hier habe ich ja genug noch rumliegen. Bringt eh nur 60. Schmeiß ich mal komplett weg. Was bringt noch wenig? Was ist das hier? Stroh. Das bringt schon ein bisschen mehr. Bäume. Naja, bringen aber auch jetzt ja 100 noch was. Gab es hier noch richtig Beschissenes? Hier. So. Dann schmeiße ich das da mal rein. Natürlich alles. Hallo?
Oh nein, ich kann die nicht mehr stapeln. Och, wie ich das hasse. Auch dieses Spiel ist doch so kacke. Man kann es... Oh, fuck. Man kann es nicht stapeln wieder, wenn man es einmal gesplittet hat. Das ist doch so eine Rotze. Oh, so eine Rotze. Es ist einfach eine Rotze, Leute. Es regt mich auf, dass man die nicht nochmal stapeln kann. Kann ich die eigentlich auch so einfach nehmen und hier reintun? Nee. Das war jetzt richtig unnötig, Tenchi. Das war richtig unnötig. Das hasse ich am meisten an dem Spiel. Ja, ich... Entweder ich zerstöre den Rest. Ich meine, das ist so ein Zeug. Was hat das für einen Wert? 1650. Das mit dem Gelee müssen wir, können wir ja trotzdem rausfinden, ob das funktioniert. 1000... Bei 1650 würde ich schon ein bisschen was loswerden wollen. Einfach das hier. Und dafür halt dann das mitnehmen. Ja, jetzt weiß ich, was es ist. Aber ich muss ja trotzdem die Plätze dafür verschwenden. Ah, das regt mich einfach ein bisschen auf. Ja, würde ich das Zeug hier gar nicht mitnehmen. Ach, das ist noch so ein Schießwerfer. Fuck. Lol. Vielleicht soll ich mich einfach wieder zurückziehen. Ja. Verstehe schon. Verstehe schon, Shiu. Usch. Okay, das muss so einer. Das ist das Gefährlichste hier. Ja. Und die Dinger haben, glaube ich, auch einen relativen Wert gehabt, diese Giftdinger. Scheiße. Oh, lol. Los. Komm mal zu mir, mein Freund. Lol. Oh, ey, dann halt nicht. Ich würde das cool beenden. Der hat gar nichts fallen gelassen, großartig. Falsche Taste gedrückt. Nee, egal, passt schon. Was ist denn hier nicht so viel wert? Na, das wird nicht so viel wert haben. Die pure Säure. Ja, die hat auch schon einen gewissen Wert. Könnt doch irgendwie auch Sachen wegwerfen. So. Was hat das für einen Wert? Oh, der hat nur 60. Okay. Supp. Schwein gehabt. Hat nichts ausgespuckt. Die Sau. Was? Hat mich noch erwischt? Lol. Was haben wir hier Tolles? Waldfrüchte. Die haben einen guten Wert. Modifizierte Samen. 900. Auch einen guten Wert. Waldfrüchte mit 1700. Auf jeden Fall geil. Auch 1000, auch geil. Kann man jetzt wieder nicht stapeln? Doch. Zerstört einen Flucheffekt. Okay. Kann einen Flucheffekt aufheben. Den hier könnte ich zum Beispiel aufheben. Dann... Könnte ich hier mit stapeln? Lass mich den zerstören. Das Ding kommt einfach dann ganz da oben hin. Nachher. Oh, so. So, ist mal sortiert. Hä? Ach so, der könnte gar nicht gestapelt werden, weil hier drüben ist der ganze Stapel. Schon gewundert. So. Muss ich trotzdem was loswerden noch. So, ich muss was ganz oben hin tun. Das tue ich ganz unten hin.
Vielleicht sollte ich auch langsam vielleicht rausgehen. Ich meine, ich kann ja gleich wieder reinkommen eigentlich. Das sollte eigentlich... Das sind ja noch ganz billig, ey. Ich muss irgendwas noch loswerden. Shit. Also das sind 900 zu... Im Vergleich zu 1700. Gibt es noch was Billigeres? Den weiß ich es nicht. Die Dinger sind nicht so viel wert. So, ein bisschen umsortieren. So. Vielleicht gehe ich einfach mal kurz raus und gehe dann wieder rein. Wobei ich den Dungeon eh fast gecleared habe. Und ich den Boss letzte Mal nicht so einfach geschafft habe. Alter, was ist denn hier los? Hier hat nicht mal was ausgespuckt. Der Boss, der war eh nicht so einfach zu clearen. Wird sich das lohnen, hier teuer rauszugehen? Oder lieber von vorne nochmal anfangen? Ich glaube, ich fange einfach nochmal von vorne an dann. Achso, hier bin ich reingekommen. Oh, den brauche ich. Fuck. Oh, fuck. Ich glaube, ich sterbe jetzt hier, ja. Oh, scheiße, Alter. Oh Gott, ich sterbe jetzt einfach hier. Oh, ich kann abhauen. Oh, okay, ich gehe lieber raus. Ich gehe ohne raus. Und dann gehen wir von vorne nochmal rein. Ich meine, wir haben jetzt einen Haufen Geld. Das wäre locker 6000 wieder stimmt wieder drin. Aber wir machen es so erstmal. Aber wir haben auch ordentlich was gekillt. 3 Kisten gelootet. Ey, das war jetzt aber auch mies, ey. Teilweise ist wieder krass. Alles voller Säure. Ja, oder Gift. Und einen Haufen Vieh, die dich auch beschießen. Ich hätte gerne mal wieder so ein Ei bekommen oder so für ein anderes Monster. Vielleicht wäre ein anderes Monster hier gar nicht mehr so schlecht. Sollen wir vielleicht nochmal gucken, was es da nochmal gab alles. So. Okay. Wie gesagt, 5 Früchte braucht man ja eigentlich nur. Ja, das kann ich... Ja, kann ich auch. Ne, das kommt da drüben hin. Blütenblätter. Das kommt weg. Weg, weg. Alles verkauft. Das hier dann auch. Die Dinger sammle ich ja für Upgrade. Ich weiß gar nicht, was ich genau brauche für die. Ja, gut, ich kann ja reingucken. Wunschliste. Mein Speer. Oh, ich kann meinen Speer upgraden. 2-2, 3-3, 1-1. Perfekt. Und bei... Oh, ich könnte... Bogen oder Speer? Ich mache erstmal den Speer. Ja, dafür gebe ich doch gerne Geld aus. Dafür gebe ich gerne Geld aus. Ich hoffe, 75.000 reichen. Wir werden es sehen. Speer. 64.000. Plus 150, also 100 Schaden mehr. Das kann schon geil werden beim Boss. Weil es natürlich auch mal interessant wäre, was das unten drunter ist für Zeug. Ich meine, das ist halt... Ja, vielleicht kann man das später machen, wenn man sich denkt, ey, wir machen uns mal eine andere Waffe noch. Und das wäre dann das Neue, aber da wird wahrscheinlich... Ich kann es trotzdem mal zur Wunschliste machen schon mal. Hier kann ich wegnehmen. Der Bogen, ja, wird dann als nächstes dran sein. Rüstungstechnisch könnte man... auch schon upgraden, aber dann würden wir 2 von den 4 weggeben. Ja, ich sehe es gerade leider nicht. Warte, ich mache mal kurz so. Ja, dann werde ich 2 von diesen Wurzeln. Will ich den Auftrag mit den Wurzeln machen? Eigentlich nicht. Ich könnte ja auch sagen, ich werde mir hier 80. Was gibt's hier? Ja, haben wir den schon mal gemacht? Ah, ne, hier ist ja Eisen.
Der würde auch 80 bringen, bloß. Das ist aus Stahl, oder? Stahlrüstung. Ja, macht aber auch Bewegungsgeschwindigkeit schlechter. Ich könnte aber auch das hier machen, das bringt aber auch nur 80 und die Schuhe wahrscheinlich dann auch nur 80. Ne, die bringt sogar 40 nur. Komm, ich mach's einfach. Ich habe eh kein Geld. Ich habe gar kein Geld dazu. Ich habe nichts gesagt, Leute. Aber ich habe jetzt einen richtig geilen Speer. Guckt an, wie geil der ist. Der ist übelst stark. Strong ist der. Damit renne ich jetzt übelst schnell durch den ersten Teil durch. Und dann hole ich mir den ersten Boss, den klatsche ich übelst schnell um. Immer noch 100 Schaden mehr, theoretisch. Also da stand ja plus 50 und bei dem stand plus 100, also. Oh lol, One Hit, geil. Fängt schon mal gut an. Nice. Ah shit, bin reingerannt. In die blöde Säure. Oh, ernsthaft, der lebt noch? Scheiße, ist noch stärker Variante gewesen. Na gut. Stimmt was Gutes. Naja, geht. Also, gut, es waren Waldfrüchte, ne? Ne, waren es nicht, aber die Dinger bringen ja auch 1650, also doch, war schon was Gutes, kann man sagen. Okay, das ist schon mal geil. Soll ich direkt zum zweiten runtergehen? Weil im zweiten... Oh. Im zweiten unten gibt es ja jetzt nicht andere Gegner, also andere Items. Ich glaube, im dritten gibt es dann wieder gute Items. Da weiß ich jetzt nicht, ob sich das lohnt, direkt runterzugehen. Na, vielleicht könnt ihr mich ja überzeugen. Boah, diese Scheiße, Alter. Du kommst ja gar nicht da durch, richtig. Ich muss ja noch diese komischen Helikopterviecher töten. Oh Gott. Ach du Scheiße. Ich bleibe aber hier, bis sie zu mir kommen. Ja, die Schüsse kommen zu mir, ja. Was hast du denn da? Eine Kralle. Oh, bin immer getroffen von dem Mist. Die merkwürdigen Farbvarianten der Wachen, die es hier gibt, halten viel mehr aus als ihre weniger bunten Kollegen. Aber nur durch sie kommt man an der mächtigen Kristalle heran. Ah, okay. Gut zu wissen. Ach, lol, ey. Ich hasse den Wald-Dungeon. Ich hasse den Wald-Dungeon, hab ich doch schon mal gesagt. Für nichts bin ich jetzt lang gelaufen. Ich habe leider keinen Heiltrank. Vielleicht soll man sich echt mal ein paar Heiltränke basteln. Wie komme ich jetzt hier runter, ohne dass ich getroffen werde? Klappt einfach nicht. Lol, mein Vieh hat ihn umgehauen. Lol. Selbst der macht mehr Schaden. Was ist denn für Geräusch? Achso, die Kiste. Oh, ein Trank. Lol, ich habe gerade echt ein Schwert bekommen. Na gut. So ein langer Weg und jetzt wird er wieder schön vollgematscht. Ja. Schnell rein da. Oh. Den Boss müsste ich doch jetzt wegkriegen, ohne dass ich Schaden kriege. Sehr gut. Wie sieht's denn jetzt aus? Mein Inventar ist schon Titan-Großschwert.
Das klingt aber nach was anderem als das, was ich... Affenspeer. Das klingt aber nach was anderem als das, was ich bis jetzt immer hatte, oder? Kampfhandschuh. Okay, das ist der normale, glaube ich. Weil ich habe 58 Schaden steht da. Hä? Hört sich gar nicht. Dabei wird der Speer da nicht mit einberechnet. Kann ja so machen. Stimmt, so kann ich machen. Tarnschwert, tatsächlich. Guck mal, hier ist der Jagdbogen, den ich momentan verwende. Oder Eisenrüstung. Jagdbogen. Wo ist denn der Speer, den ich jetzt habe? Moment. Waldspeer. Ah, okay. Nee, der Waldspeer ist schon eine Stufe höher. Also ist das eher normales Schwert. Nee, Titanengroßschwert ist hier. Noch vor diesem Bogen hier. Könnte schon die zweite Stufe sein. Weil hier ist. Oder es ist halt einer mit einem Effekt. Ach, keine Ahnung. Werden wir dann sehen. Jetzt bin ich aber wieder so voll, dass ich mich frage, ob ich gleich wieder nach Hause gehe. Und um die Sachen hier zu safen. Gut, ich kann die auch safen, indem ich die einfach hier oben hin tue. Die haben ja auch schon einen gewissen Wert. Kann man ein paar Sachen dann wegschmeißen noch. Haben wir noch genug. Hier kann ich auch jetzt direkt schon mal wegmachen. Wobei, dann kann ich wenigstens aufsammeln. Ach, scheiße. Komm, wir gehen runter. Ist halt schwieriger, der Dungeon, als der andere. Ah, lecker Tee. Lecker. Den muss ich eh killen. Na gut. Ah. Oh, den brauche ich aber. Das ist ein Stern. Also nehme ich auf jeden Fall mit. Den anderen... Wieder so eine Sache. Den ich auf jeden Fall mit. Nährstoffwasser ist nur eins. Ich habe davon vier und das nimmt wieder nur sinnlosen Platz weg. Bei dem hier weiß man einfach nicht, was drin ist. Kann was Gutes sein, kann was Beschissenes sein. Ich nehme es mal mit. Und den hier... Den werde ich einfach verramschen. Immerhin 500 Gold bekommen. Na, das wollte ich auch mal mitnehmen. Weil das Herz hat, glaube ich, nicht so viel Wert. Ja, wo war denn das Herz angelegt? Ne, es ist die Essenz. Die hat 400 Wert. Das, was ich hier habe, die Blätter sind auch 400 Wert. Aber vielleicht werde ich noch mehr Herzen kriegen. Wenn ich nicht sterbe. Sortiere mal nach Wertigkeit. Weil ich das hier lieber austauschen würde. So. Und vielleicht das hier noch austauschen. Wer weiß, vielleicht ist das was Besseres. Ah, und da kriege ich mehr Herzen. Die Dinger kann ich jetzt nicht mehr mitnehmen. Ich dachte nicht, dass der direkt auf mich zufährt. Scheinbar ist er doch gezielt. Ach, scheiße. Man könnte die einsammeln und verkaufen, aber das dauert wieder so ewig. Oh, ist das denn? Das ist was Neues. 600. Magisches Holz war jetzt nicht so viel wert. Oh, die Dinger. Oh, ich habe, da ich die einfach vor uns weggeschmissen habe. Die Dinger, die sind ja bis 60 wert. Na gut, die habe ich nicht gesehen. Was ist das hier für ein komisches Ding? Oh. Na gut. Auch nicht so viel wert. Aber wenigstens haben wir es mal gesehen.
Ach, da ist ein Gegner. Lol. Hab ich gesehen. Oh, lol, ey. So ein Arschloch. So ein Arschloch. Oh, shit. Boah. Die Pilze waren, glaube ich, auch nicht so viel wert. Oh, ich habe ein Getränk gehabt, okay. Huch, wollte ich gar nicht. Die Pilze, die waren auch nicht so viel wert. Aber mehr wert als die hier. Naja. Aber die Essenz ist, glaube ich, die hat mehr wert. 400. Klingenblatt. Ich schmeiß das hier mal weg. Einfach nur, weil ich da den Preis schon kenne. Guck mal, das war das Gift, ne? Das hat doch auch guten Wert eigentlich. Ah, ist so schwierig, sich immer zu entscheiden. Wie viel hat das für Wert? 400. Das Ding hat vielleicht einen Wert von 100 mal 9. Das ist schon mehr wert. Ja, die Kristalle können weg. Aber dann habe ich genug. So. Oh, leckeres Zeug. Wow. Ich lasse mich viel zu oft treffen. Ich merke schon, ich muss da wieder rausgehen. Aber ich bin einfach so geldbesessen. Das kann man schon sagen. Ich bin einfach so geldbesessen, dass ich einfach immer so viel mitschleppe und mir dann sage, na, ich spring, geh lieber raus. Oh, lol, voll reingerannt. Geh lieber raus, um das ganze Geld zu sichern. Ach du Scheiße. Mann, ey. Nervig, die kleinen Gegner hier. Dann droppen die auch nur noch Mist. So, was haben wir hier Schönes? Dünger. Ja, Dünger hat auch einen guten Wert. 9000. Hier ist was Unsichtbares. Wieso kommt denn da die Ringe automatisch? Okay, nichts damit zu tun. Hm. So, was hat jetzt mehr Wert? Das waren 1000. Das waren 1650. Ja. Pure Säure. Ja, hat er auch so seine. Sagen wir 400 mal 2. Ach, wisst ihr was? Da habe ich jetzt keine Lan. Ich hoffe, das war nichts Gutes hier drin. 2000 bekommen dafür. Da war was Gutes drin. Da war was Gutes drin. Naja, was soll's. So, ich glaube, ich geh mal back. Wir könnten ja beim nächsten Durchgang wirklich mal sagen, wir versuchen mal den Boss zu killen oder so. Oh, da waren die Wurzeln drin. Da waren die Wurzeln drin. Die brauchte ich doch, um mich meine Bogen noch zu verbessern.